Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kurs of You Tech. Heute geht es mal wieder um die Security-Produkte von G-Data und diesmal um die 2017er Generation. Und ich habe ja bereits, ja, eigentlich fast jedes Jahr schon ein Video darüber gemacht, wenn sich da irgendwas verändert hat, weil es eben aus unserer Sicht ein, ja, besonders interessantes Produkt ist oder ein interessanter Hersteller für IT-Security-Lösungen. Gerade eben, wenn man auf Datenschutz Wert legt, möchte aber trotzdem noch einigermaßen guten Schutz haben, dann ist es eben, ja, das Mittel der Wahl derzeit aus unserer Sicht, zumindest in Deutschland. Ja, deswegen wollen wir einfach mal schauen, was G-Data 2017 so aufgefahren hat, und es hat sich ja einiges verändert. Die Bedrohungslage ist natürlich, ja, wer hätte das erwartet, noch schlimmer geworden als die Jahre zuvor, und viele Hersteller mussten sich dann neu aufstellen. G-Data war da auch mit dabei und hat da einiges gemacht, wie zum Beispiel eine Ransomware-Erkennung, die jetzt mittlerweile implementiert wurde. Das Ganze werde ich dann auch mal auf die Probe stellen. Wir haben hier ein Tool da, das, ja, Ransomware simulieren kann, und wir gucken einfach mal, wie G-Data darauf reagiert. Des Weiteren gibt es natürlich einige Features, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe hier mal in einer virtuellen Maschine die 2017er Version installiert. Die gibt es bereits zum Download auf der Website. Wenn jemand bereits G-Data Kunde ist, dann hat er sowieso ein Anrecht darauf, das Ganze kostenlos zu updaten. Und ihr könnt euch natürlich auch eine 30 Tage Trial Version runterladen, die ich jetzt hier auch installiert habe. Ja, das Dashboard ist mehr oder weniger gleich geblieben, da hat sich nicht viel verändert, eigentlich gar nichts Großartiges, außer halt eben die neuen Module, die dazu gekommen sind. Ja, wir haben links wieder den Bereich mit dem Echtzeitschutz. Ich kann hier eben diese ganzen Sachen ein- und ausschalten. Ich habe die Möglichkeit, die Verhaltenserkennung zu pausieren, den Virenwächter zu pausieren und die weiteren Optionen zu editieren. Dann habe ich wieder die ganz normale Firewall, die ich ein- und ausschalten kann. Ich habe meinen Webschutz, also diesen Proxy, der sich eben drunter legt und den ganzen Webverkehr scannt. Dann habe ich die E-Mail-Prüfung, die kann ich auch ein- und ausschalten, den Spam-Schutz. Ich habe hier meine Updates, also meine letzten Signaturen, Updates, wann sind die gedownloadet worden. Ich habe hier die Browser- und App-Schutzfunktionen, also BankGuard. Wer noch nicht weiß, was BankGuard ist einfach ein Modul, das G-Data entwickelt hat, das eben Online-Banking überwacht und auch Online-Shops überwacht und guckt, ob man da irgendwelchen Fake-Seiten erliegen ist oder da irgendwelche Daten abgegriffen werden, während man eben im Internet einkauft und Geld ausgibt und eben solche Transaktionen durchführt. Der Keylogger-Schutz geht da einher. Keylogger, klar, wenn irgendwelche Tastatureingaben aufgezeichnet werden von Software, von Prozessen, die eigentlich das nicht sollten, dann greift da eben der Keylogger ein, also der Keylogger-Schutz. Exploit Protection, ja, was sind Exploits? Also Sicherheitslücken in Programmen. Und das werden ja nicht gerade weniger, wenn man sich mal anguckt, was mit Flash Player zum Beispiel abgeht, was mit Java Runtimes abgeht. Und wenn jetzt jemand auf sowas angewiesen ist, dann versucht diese Exploit Protection, ja, Sicherheitslücken zu blockieren, bis eben der Hersteller kommt und bringt dann einen Patch raus. Das Ganze ist natürlich sehr interessant, gerade im Firmenumfeld, wenn man da ein bisschen ältere Software einsetzen muss, oder auch im Privatumfeld bleibt es ja nicht aus, dass dann eben da solche Sicherheitslücken nochmal, ja, gesondert betrachtet werden und blockiert werden oder Angriffe darauf blockiert werden. Ja, es ist übrigens auch eine neue Version für die Business-Kunden rausgekommen, aber dazu werde ich jetzt erstmal kein Wort verlieren, weil hier geht es jetzt erstmal um die, ja, Privatkundenversion. Gut, das war der erste Eindruck. Vom Dashboard her hat sich nicht viel verändert. Aber wir gucken mal weiter in die nächsten Kategorien. Wir haben hier den Virenschutz. Da kann man nach wie vor ein Bootmedium erstellen, also eine Antivirus-Boot-CD. Und man kann hier auch Virenprüfungen durchführen. Ein Hinweis noch. Da bekomme ich ab und zu mal Anfragen zu. Ja, man braucht eine Lizenz für die Boot-CD. Also wenn man die von der Website downloadet und versucht, die dann zu starten, dann wird man nach einem Lizenz-Key gefragt, und das geht nur für Bestandskunden. Man kann allerdings natürlich die Boot-CD auch auf anderen Rechnern verwenden. Also das wird nicht abgeglichen, ist die Lizenz da auch wirklich auf dem Rechner im Einsatz. Wie das lizenzrechtlich aussieht, mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber
ich gehe mal davon aus, dass das Ganze recht locker gehandhabt wird von G-Data. Und aus meiner Sicht ist sowas auch realitätsfremd, wenn man sagt, es darf nur auf dem gleichen Rechner eingesetzt werden. Weil oftmals möchte man ja eine zweite Meinung hören, wenn ich G-Data bereits auf dem Rechner installiert habe und der hat nichts erkannt. Ich bin aber gefühlsmäßig doch infiziert und sage, da passt irgendwas nicht, da ist was drauf. Dann werde ich wohl kaum mit dem gleichen Virenschutz nochmal drüber gehen und nochmal suchen lassen. Dann suche ich mir irgendeine Alternativlösung. Gut, soweit die Geschichte zum Virenschutz an sich. Hier gibt es noch die Firewall-Einstellungen. Ich habe natürlich wieder die Möglichkeit, Paketregeln zu machen, Programmregeln zu machen, Portregeln und ich kann natürlich auch wieder gucken, ob irgendwelche Angriffe abgewehrt worden sind, wie zum Beispiel irgendwelche Portscans oder sonst was. Ich habe hier auch die Möglichkeit, wieder für einzelne Netzwerkinterfaces oder einzelne Netzwerke ja vertrauenswürdige Zonen einzurichten oder die komplett zu exkluden von der Firewall. Das kann ich ja alles einstellen und ist nach wie vor eigentlich die gleiche Technik, die eigentlich schon seit zig Versionen funktioniert und die sich halt bewährt hat. Backup ist auch mit integriert. Das ist irgendwie so eine Unsitte mittlerweile von AV-Herstellern, dass sie da Backup mit reinmachen. ich sag bewusst Unsitte, weil es funktioniert halt bei manchen überhaupt nicht und bei manchen funktioniert es so lala und bei manchen funktioniert es gut, aber bei keinem funktioniert es sehr gut. G-Data gehört zu der Kategorie, es funktioniert gut. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ist halt eine ganz nette Geschichte, gerade im Privatkundenbereich, wenn man eben ja nicht nochmal Geld für eine andere Backup-Software ausgeben möchte und braucht da relativ einfache Software, die einfach zu bedienen ist. Da ist G-Data eigentlich genau das Richtige in dem Fall. Und was ich bei G-Data auch sehr schön finde, ich kann Backups in 2 GB Parts zum Beispiel unterteilen oder in ja, bestimmte Parts, also ich kann das splitten. Das unterstützt nicht jede Backup-Software. Und das ist zum Beispiel ein Problem, wenn ich mein Backup in die Cloud replizieren möchte, also in ein ganz normales Cloud Drive wie Dropbox oder sowas. Weil die unterstützen nur bestimmte Dateigrößen und da habe ich dann irgendwann ein Problem, wenn ich das Backup replizieren möchte. Aber das Ganze ist, wie gesagt, eigentlich nur für die Leute interessant, die sowieso eine ziemlich gute Internetleitung haben. Also wer seinen normalen Rechner sichert und hat, wie ich hier, eine 16-Mbit-Leitung, möchte das hochladen. Ja, bis das eine Backup in der Cloud ist, hat er schon wieder ein neues, muss das neue dann auch wieder hochgeladen werden. Also es macht keinen Sinn, da ein Cloud-Backup zu fahren. Aber man kann natürlich auch ein Backup auf eine andere Platte fahren, auf eine Netzwerk-Share fahren, also auf ein NAS zum Beispiel, Network Attached Storage, alles kein Problem, das ist alles möglich. Und kleinere Dateien kann man natürlich auch in die Cloud backuppen, aber wenn man jetzt ein komplettes Abbild vom Rechner machen möchte, weil man zu faul ist, den dann neu zu installieren, wenn irgendwas crasht, dann empfehle ich natürlich, das auf eine Platte zu machen oder eine Netzwerk-Share, wo ich einfach eine schnelle Anbindung habe. In die Cloud wird ein bisschen schwierig, also es könnte etwas dauern unter Umständen, sagen wir es mal so. Ja, Backup, wie gesagt, eine feine Sache. Bei G-Data läuft das ganz rund. Eine Anmerkung habe ich zum Backup noch. Es ist vielleicht ein bisschen ja, übertrieben, aber ich hätte gerne eine E-Mail-Benachrichtigung bei dem Backup. Wenn ich zum Beispiel bei Verwandten, Bekannten sowas einrichte und ja, ich bin, sag ich mal, als Hobby-Admin dafür zuständig, dann möchte ich gerne Benachrichtigung kriegen, wenn das Backup nicht funktioniert hat oder eben funktioniert hat, je nachdem. Und das ist eine ganz nützliche Geschichte, hätte ich gerne da integriert. Also falls ein Mitarbeiter von G-Data hier zuguckt, das ist so eine Empfehlung an euch, das hätte ich gerne als Feature drin. Ist, denke ich mal, nicht der große Aufwand. Gibt es bei anderen Herstellern auch, zwar nicht von Security-Lösungen, aber da könnt ihr euch mal wieder abheben von den anderen. Kurzer Exkurs nochmal in Richtung Backup. Ich habe von einem Konkurrenzprodukt aus Russland, viele können sich schon denken, welcher Hersteller das ist, habe ich mir auch mal die Backup-Lösung angeguckt und die ist wirklich sehr, sehr rudimentär, hat viel weniger Einstellmöglichkeiten und ein komplettes System-Image, was man hier machen kann, ist da nicht möglich. Also Daumen hoch für die Backup-Lösung hier schon mal. Kommen wir nun zu dem neuen Feature von G-Data Total Security, dem Passwortmanager. Und das ist ein Punkt, sag ich mal,
der spricht wieder mal für G-Data, dass die eben sagen, okay, Security ist nicht nur der reine Virenschutz, sondern da kommen eben noch zig Module dazu und das ist vielschichtig, wie zum Beispiel Backup oder Verschlüsselung oder eben jetzt auch ein Passwortmanager. Warum brauche ich einen Passwortmanager? Naja, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass immer wieder Webseiten gehackt wurden, Dienste wurden gehackt und daraus wurden eben Passwörter extrahiert, ausgelesen und damit konnten dann Kriminelle eben zum Beispiel bei eBay einkaufen, Amazon einkaufen oder bei sonstigen Websites sich einloggen und vielleicht schlimmstenfalls auf dem eigenen E-Mail-Account. Wenn man jetzt mal den letzten Hack von Yahoo anguckt, wie viel Millionen Zugangsdaten da geleakt wurden und wenn jemand die gleichen Passwörter woanders verwendet, dann wird schon wirklich haarig, weil dann können diese Kriminellen da einsteigen ohne viel Probleme. Und wer denkt, das ist ein Riesenaufwand, der irrt sich. Da gibt es fertige Skripts für, das kann man einfach gegen Amazon, gegen PayPal oder gegen sonst was laufen lassen. Natürlich versuchen diese Anbieter sowas auch zu verhindern, aber 100%ige Gewissheit hat man da natürlich nicht. Deswegen empfehle ich euch und natürlich auch G-Data und viele andere IT-Security-Leute, ändert eure Passwörter und nehmt, verdammt nochmal, so muss man es wirklich sagen, für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Und das geht natürlich auch nur, und dessen sind wir uns natürlich auch bewusst, mit einem Passwortmanager. Kein Mensch möchte sich jedes Passwort merken. Und klar, es gibt natürlich auch Tricks mit irgendwelchen Algorithmen, die man sich selbst ausdenkt, dass man sagt, da hängt man einfach noch den Dienst hinter das Passwort oder zwei Buchstaben von dem Dienst oder wie auch immer. Kann man natürlich machen. Das hilft auch weiter, aber natürlich ist sowas nicht, ja, sehr, ja 100%, dadurch habe ich echt ein Problem mit zu sagen, aber zu 90% safe ist es schon, aber eben nicht zu 99% und zu 100% kriegt man sowieso nicht safe. So ist es vielleicht richtig erklärt. Und deswegen Empfehlung von mir und von vielen anderen wahrscheinlich auch, hat man auch bei der ITSA wieder gesehen, bei den ganzen Vorträgen ist eben Passwort Security Nummer 1, den Leuten, den Angreifern das so schwer machen wie nur irgendwie möglich und deswegen Passwörter immer abweichend verwenden und da ist dieser Passwortmanager genau das Richtige. Ich habe mir hier einen Safe angelegt, das geht sehr simpel, G-Data hat da small and simple was implementiert. Allerdings aus meiner Sicht teilweise ein bisschen zu small, denn heutzutage brauche ich die Passwörter eben auch auf dem Smartphone. Das ist ein Kritikpunkt, den möchte ich einfach mal anbringen. Da gibt es ein Konkurrenzprodukt, das werden wir auch hier mal zeigen, das ich aktuell benutze und sehr begeistert bin, wo ich eben auch die Möglichkeit habe, meine Passwörter auf dem Smartphone zu benutzen. Wir haben ja schon zwei Passwort-Saves in der Vergangenheit gezeigt. Neuabonnenten haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber wir haben einmal KeePass gezeigt und einmal Passwort-Save. Das sind so zwei Open-Source kostenlose Passwort-Saves, die allerdings ein paar Schwächen haben. Und G-Data hat im Vergleich zu den anderen zwar ein paar Stärken, hat aber auch wiederum Schwächen und die werde ich jetzt gleich mal zeigen. Die eine Schwäche ist einmal, ich habe hier den Firefox 50, der ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen, der läuft jetzt hier in der virtuellen Maschine. Da funktioniert das Browser-Plugin nicht. Das ist zwar installiert, aber es funktioniert nicht, es zeigt sich nicht. Und das ist ein Problem, weil ohne dieses Browser-Plugin funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Und ich habe nämlich nur die Möglichkeit, über dieses Browser-Plugin ja, meine Passwörter zu verwalten. Also ohne dieses Plugin bin ich aufgeschmissen. Ja, was mache ich da? Ich nutze den Internet Explorer. Chrome habe ich jetzt nicht getestet, aber das gehe ich mal davon aus, dass es funktioniert. Mir geht es jetzt nur einfach mal darum, zu zeigen, dass das mit dem Firefox noch nicht so optimal ist. Was genau dahinter steckt, keine Ahnung. Wahrscheinlich prüft der Firefox irgendwie, wie alt die Version ist und die wollen jetzt auch aufräumen mit den Plugins, weil die eben neue Features einbauen wollen, unter anderem eine neue Browser-Engine und da könnte natürlich sein, dass G-Data da zum Opfer gefallen ist beim Firefox. Ist jetzt im ersten Moment mal, ja, nicht so schlimm, aber es nervt halt. So, und jetzt habe ich hier meinen Internet Explorer, jetzt gebe ich hier mein Master-Passwort ein und jetzt wird mein Safe entriegelt. Favoriten habe ich hier noch keine, Logins habe ich auch noch keine gespeichert. Ich könnte aber hier zu msn.com, zu meiner Startseite, Logins verwalten und könnte die hier ablegen, hier die Möglichkeit, Anmeldenamen einzugeben, Passwort, klar. Ich habe hier erweiterte Optionen auch noch, ich lege hier mal was an.
Adresse zum Beispiel, ein Icon, Formulardaten, also GData merkt sich auch Formulardaten für gewisse Seiten. Das kann mein anderer Passwort-Safe nicht, muss ich gleich vorneweg sagen. Das kann GData da ganz gut, also zum Beispiel Lieferanschriften kann ich hier abspeichern. Muss ich aber ehrlich sagen, brauche ich eigentlich relativ selten, weil die meisten Online-Dienste, wenn ich da einen Account habe, dann speichern die natürlich schon die Lieferanschrift. Dann muss ich die nicht jedes Mal eingeben, die haben sie ja so oder so. Also macht es auch aus meiner Sicht keinen Sinn zu sagen, ich speichere das nicht im Account, weil irgendwo haben sie es ja dann trotzdem in der Datenbank von der letzten Bestellung oder was auch immer. Könnte man aber hier hinterlegen und könnte man da einfach eintragen lassen, plus noch irgendwelche Notizen, finde ich auch ganz sinnvoll, habt ihr schön gemacht und man kann auch Seiten ignorieren. Wie gesagt, das einzige Manko ist eben, ich habe das nur auf dem PC, ich habe es nicht auf dem Smartphone. Und kann mich damit zum Beispiel nicht in irgendwelche Apps einloggen, die es ja mittlerweile zuhauf gibt von irgendwelchen Shopping-Websites oder irgendwelchen Diensten. Und wenn ich da jedes Mal ein anderes Passwort mir generiert habe, dann habe ich da eben ein Problem, das Ganze aufs Handy zu packen. Deswegen meine Empfehlung an GData, schaut mal, dass ihr das auch irgendwie mobil integrieren könnt, auch irgendwie vielleicht synchronisieren zwischen PC und Smartphone. Und dann ist es für mich ein Top-Produkt und packt bitte diesen Passwortmanager auch extern als Programm in Windows rein, dass ich da auch mal meine Passwörter verwalten kann und so weiter und so fort. Es gibt außerdem auch noch keine Funktion, um irgendwelche bestehenden Passwort-Saves zu importieren. Deswegen wäre es für mich jetzt schon ein Problem, von meinem Passwort-Save umzusteigen auf GData. Ich kann Formate importieren von GData selbst. Also ich müsste vielleicht mal auf Importieren gehen. Also hier GData, Passwortdatei oder eine CSV-Datei, aber zum Beispiel so die klassischen Verdächtigen wie zum Beispiel den KeePass, der wirklich millionenfach genutzt wird, oder PasswordSafe, die sind nicht drin. Und das ist einfach schade, also das könnte man noch integrieren, ist jetzt denke ich mal nicht so der große Aufwand, weil das ist im Endeffekt ja auch nur so eine Art Textdatei mit einem eigenen Syntax und da werden dann die Daten importiert. Wenn das dann drin ist, ist es eigentlich recht einfach oder recht optimal dann, sag ich mal. Wie gesagt, diese Punkte, falls ein GData-Mitarbeiter zuschaut, wäre natürlich ganz nett, wenn ihr das irgendwann einfach mal mit integrieren könntet. Und dieses Mobil-Manko fällt mir eben auf, dass es nicht so toll ist einfach. Ansonsten, das Browser-Plugin ist wahrscheinlich jetzt dumm gelaufen, dass jetzt aktuell dieser neue Firefox rauskam. Aber das ist halt nun mal so, man installiert halt auch gleich die Updates und das empfiehlt ja auch GData, die Programme aktuell zu halten, aus Sicherheitsgründen natürlich. Gut, kurzer Abstecher in den neuen Passwortmanager. Da ist noch Luft nach oben, um das Ganze mal abzuschließen, aber ich gehe mal davon aus, da wird sich noch einiges tun und ja, GData arbeitet natürlich da dran und es ist die erste Version jetzt mit dem Passwortmanager, deswegen mal gucken, was sich da noch tut. Und abschließend als Administrator, der auch GData im Unternehmen einsetzt, wünsche ich mir sowas natürlich auch für den Unternehmenseinsatz. Deswegen vielleicht die Idee an GData, das auch mal als extra Download bereitzustellen, wie es eben andere Hersteller machen, weil viele Firmen möchten einfach ihren Anwendern so ein Passwort-Safe bereitstellen. Und man muss da gar nicht kompliziert denken, der muss einfach nur Passwörter fressen, sag ich mal, verschlüsselt in der Datenbank ablegen und fertig. Und das Ganze dann schön für die Anwender bereitstellen, das wäre doch eine feine Sache. Deswegen GData, vielleicht so ein Wink mit einem Soundpfahl mal an euch, könnt ihr euch mal überlegen, sowas auch in die Business Suite mit reinzupacken. Und macht aus meiner Sinn als Admin von der Basis her gesehen auf jeden Fall Sinn. Okay, wir gehen weiter zu den Tuning-Tools. Die sind wie immer natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das ist leider Gottes immer so, wenn ich was tune am Rechner. Und heutzutage muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Zeiten von Tuning-Tools, so à la Registry-Hack und so, die sind eigentlich vorbei. Mittlerweile sagt man, ach komm, da packe ich eben nochmal einen Riegel Speicher nach. Kostet nicht mehr die Welt. Die Rechner sind so leistungsstark, außer die sind halt wirklich komplett zugemüllt. Aber dann ist es meistens nicht mit so ein paar einfachen Sachen, die hier drin sind, getan. Dann muss man einfach mal Tabula Rasa machen oder eben das Ding neu installieren. Je nachdem. Und also ich halte von solchen Tuning-Tools gar nichts. Was aber interessant ist, und das ist ein bisschen versteckt hier auf der zweiten Seite, oder dritten Seite besser gesagt, das ist der Browser-Cleaner. Der Browser-Cleaner, der erlaubt mir dann eben
Add-ons oder irgendwelche Toolbars oder sonst was, die zu installieren. Manche haben ja das Problem, dass ab und zu Werbung angezeigt wird, obwohl sie schon zig Werbeblocker installiert haben. Und dabei läuft da irgendwie eine Toolbar im Hintergrund, die dann einfach die Werbung öffnet. Und das kann eben dann dadurch rausgefiltert werden und man kann den Browser bereinigen. Ja, die Kindersicherung ist nach wie vor auch drin. Ich kann auf einzelne Personen kann ich irgendwelche Regeln anlegen, welche Seiten aufgerufen werden sollen, können, welche Nutzungszeiten der User hat, also wann darf er an den PC, was darf er am PC alles aufrufen. Das ist eine ganz tolle Geschichte und das ist nach wie vor drin, funktioniert wunderbar und ist auf jeden Fall zu empfehlen als Kindersicherungslösung. Und es ist auch günstig, wenn man mal überlegt, sag ich mal, wenn man diese Software immer einzeln kaufen müsste, was es kosten würde. Und da ist man dann mit einem Kauf von so einer G-Data Total Protection oder Total Security, wie es jetzt heißt, ist man da einfach gut mit dabei. Dann Verschlüsselung. Also ich habe wieder die Möglichkeit, verschlüsselte Container abzulegen. Und das ist so à la TrueCrypt, wie man es von früher kennt noch, von TrueCrypt. Ich habe einfach eine Datei, einen Container, der wird gemountet und da lege ich irgendwelche Dateien ab und wenn ich den wieder rausnehme, dann ist dieser Container eben wieder standalone verschlüsselt und man kommt ohne G-Data nicht ran, ohne diese Software und kann diesen Container öffnen. Ganz nette Sache, funktioniert und hat sich einfach mal bewährt. Da vielleicht auch mal der Hinweis, sowas könnte man auch mal in der Business Suite gebrauchen. Konkurrenten von euch, die haben sowas schon drin, G-Data, deswegen, ja, oder halt als einzelnes Modul. Aber da wünscht man sich dann vielleicht auch mal was von G-Data aus Deutschland, so eine Verschlüsselungslösung. Und ist, denke ich mal, nicht der große Hype, aber sowas wäre eigentlich mal ganz nett, auch in der Business Suite zu sehen. Ja, dann gehen wir mal einen Schritt weiter auf den Autostartmanager. Da hat sich nicht viel verändert. Warum auch? Der editiert einfach nur den Autostart. Man kann eben Programme rausnehmen oder verzögern lassen. Und Gerätekontrolle, also sprich für bestimmte Benutzer zum Beispiel, also auch für Kinder, USB-Sticks zu verbieten oder zu erlauben oder was auch immer. Oder CDs, das kann man darüber auch steuern. Also man kann seinen Rechner da schön für Gäste auch zunageln, dass die da nicht allzu viel dran rumschrauben können. Ja, jetzt gucke ich mal auf meine Legende, auf meine Agenda. Was habe ich denn vergessen? Ja, genau, ein Modul, das sieht man nämlich nicht. Das ist nämlich die Ransomware-Erkennung. G-Data hat jetzt auf diese ganzen Vorfälle nochmal mit einem eigenen Modul reagiert. Also die ganzen Ransomware, ich denke mal an Petya zum Beispiel oder an Tesla Crypt oder an Loki, da haben die drauf reagiert und haben da einfach mal ein Anti-Ransomware-Modul integriert, also eine eigene Technologie, die erkennt, wenn Dateien verschlüsselt werden und es nicht vom Benutzer angetriggert wurde, dann greift eben dieser Schutz und unterbricht die Verschlüsselung. Also alles in allem dann doch sehr sinnvoll sowas. Dann gibt es 5 GB Cloud-Speicher aus Deutschland natürlich. Wer hätte das gedacht bei G-Data für die G-Data Internet Security und für die Total Security? Da hat G-Data einen Deal oder eine Kooperation mit einem Hersteller abgeschlossen, der eben Cloud-Speicher anbietet. Und wenn man ein Produkt benutzt von G-Data, also entweder die Internet Security oder die Total Security, dann kriegt man eben 5 GB Cloud-Speicher. Naja, viele werden sagen, naja, 5 GB, da kann ich nicht viel mitmachen. Ich entgegne dem, dass ich sage, benutzt es doch einfach für eure Dokumente, wo er sagt, Mensch, das sind sensible Daten, das sind Dokumente, die sollten nach Möglichkeit in Deutschland bleiben. Dann packt die auf diese 5 GB Cloud Storage, verschlüsselt die noch schön mit G-Data Backup und dann habt ihr dann eine schöne Backup-Lösung. Und das funktioniert auf jeden Fall. Also das würde ich euch empfehlen. Klar, für Bilder und Videos ist sowas eher weniger geeignet. Aber da gibt es sicherlich andere Konkurrenzangebote, die relativ günstig sind. Und da ist es unter Umständen nicht so wichtig, sag ich mal, was Datenschutz angeht und nicht so sensibel. Und das kann man natürlich dann auch verschlüsseln. Aber finde ich ein nettes Angebot, das einfach mal mit drauf zu packen, die 5 GB. Ja, dann gehen wir mal weiter im Text. Den Passwortmanager habe ich gezeigt. Der hat auch eine Verschlüsselung höchster Standard von AES 256. Das sei nochmal erwähnt. Dann haben wir natürlich wieder drin Phishing-Schutz, Bankguard habe ich gezeigt, intelligente Firewall, Anti-Spam ist drin, Exploit-Schutz, automatische Überprüfung von USB-Sticks und externen Festplatten, Kindersicherung ist drin.
Zugriffskontrolle ist auch drin für Geräte. Ein Facebook-Schutz ist drin. Über Facebook kommt ja auch immer mehr Scheiße rein, auf gut Deutsch. Da macht G-Data mittlerweile auch was dagegen. Super, wunderbare Sache. Verhaltensüberwachung, klar, auch gezeigt. Stündliche Signatur-Updates. Also wer es noch nicht kennt, G-Data haut stündlich neue Signaturen raus. Das ist einfach wichtig, um relativ schnell auf bekannte Bedrohungen zu reagieren. Für die Unbekannten gibt es eben die Verhaltensüberwachung, die dann hoffentlich das ganze Teil erkennt. Und last but not least, wir haben natürlich 24 Stunden ein Service Center mit einer Ortstarifnummer, also aus Bochum, da kann man anrufen. Die Leute dort, die sprechen Deutsch, die verstehen einen. Und wie gesagt, man telefoniert sich da kein Vermögen ab, weil es eben eine Ortsrufnummer ist. Ja, das sind so die Kernfeatures gewesen. Aber jetzt möchte ich euch nochmal eine kleine Live-Demo geben von einem Tool. Das nennt sich Ransom und Ransom ist eine Simulation von diversen Ransomware-Trojanern, die man sich einfangen kann. Und wenn dieser Test hier erfolgreich ist, dann hat G-Data was verbockt. Also dann heißt es, man hat eigentlich trotzdem keinen wirklichen Schutz gegen Ransomware. Ja, 100% gibt es nie, aber zumindest so einen gewissen Basisschutz. Und Ransom simuliert es einfach und wir gucken mal, was das Ergebnis von Ransom ist. Wir starten das Ganze mal und da grätscht mir jetzt G-Data schon dazwischen und sagt, hey, das ist eigentlich nicht so nice, was du hier gerade ausführst. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, hier desinfizieren und in Quarantäne kopieren. Machen wir das doch mal. So, dann öffnet sich jetzt Ransom. Und jetzt wollen wir das Ganze mal starten. Und jetzt hat er hier schon die ganzen ausführbaren Dateien gekillt, die eben diese Ransomware simulieren könnten. Schade, ich habe es auch vorhin schon ein paar Mal probiert, das Ganze nochmal zu testen und zu machen. Ich habe keine Möglichkeit, mit G-Data das Ding auszuführen. Also G-Data grätscht mir da ständig dazwischen. Nicht, dass das jetzt schlecht wäre, aber ich hätte da gern ein bisschen visuell was zeigen wollen, aber es geht leider nicht. Also ich kann damit nichts machen. Ich habe jetzt hier auch kein Locky oder sowas auf der Platte. Abgesehen davon, die Versionen, die ich wahrscheinlich hier auf der Platte hätte, die wären schon längst erkannt von G-Data. Deswegen habe ich jetzt auch keine Chance, hier großes Modul nochmal zu testen. Aber ich habe es mal geschafft, das war jetzt die Anfangsversion von dem Simulator und es war vor ein paar Wochen, ich habe es leider nicht aufgezeichnet und da hat man schön gesehen, dass eben jede Attacke, die dieses Teil gefahren hat, gegen diese Ransomware Protection gelaufen ist von G-Data und G-Data hat die blockiert und jetzt geht es sogar so weit, dass das Tool sich nicht mal mehr ausführen lässt. Also von daher denke ich mal, gegen solche Sachen ist jetzt mittlerweile ein G-Data geschützter PC relativ immun. Was kann ich euch noch sagen zur Performance? Ich habe das ja mal so ein bisschen getestet. Ich muss ehrlich sagen, ich kann zum Beispiel von den Ergebnissen von avtest.org, die Jungs machen einen guten Job, muss man wirklich mal sagen, aber ich kann mit den Performance-Ergebnissen bei mir nichts anfangen. Ich habe das Ganze mal getestet, bei mir ist es so, dass G-Data zum Beispiel weniger Performance raubt als Kaspersky. Und Kaspersky ist angeblich performanter laut avtest.org. Keine Ahnung, was ich da falsch mache oder was die anderen falsch machen oder was wir anders machen. Aber letztendlich fühlt sich bei mir die Total Security von G-Data performanter an als zum Beispiel das von Kaspersky. Ja, warum erwähne ich jetzt immer Kaspersky? Weil ich mich in letzter Zeit ein bisschen mit der Software beschäftigt habe. Ich habe jetzt erstmal keine anderen Vergleiche mit der Performance da, aber mir ist es halt aufgefallen, dass G-Data da echt eine gute Arbeit leistet, eine gute Erkennung hat, auch laut AV-Test und auch mit diesem neuen Modul haben sie, denke ich mal, nichts Falsches gemacht. Ja, und wie gesagt, ich merke halt da nichts davon, dass das im Hintergrund läuft. Klar, man muss natürlich sagen, wir bei QSO4U haben alle natürlich ein bisschen, ja, performantere Rechner, weil wir natürlich auch alle Gamer sind, klar. Aber wir haben bisher nichts gemerkt. Also, und auch auf meinem Tablet zum Beispiel, das ist so eine kleine Lenovo-Büchse für 350 Euro, Windows 10 Tablet, da läuft auch G-Data Total Security drauf und ich merke da auch nichts. Also das Einzige, was am Anfang immer ein bisschen länger braucht, das sind einfach die Signatur-Updates.
Aber sonst merke ich eigentlich nichts davon, dass da G-Data drauf läuft. Und so soll es eigentlich auch sein. Also man möchte ja nicht ständig daran erinnert werden, hey, da läuft ja ein Virenschutz, wie es früher mal war bei gewissen gelben Produkten, die jetzt auch immer mal wieder in den Medien sind, weil sie irgendwelche Sicherheitslücken haben, dass man halt wirklich spürt, dass da was im Hintergrund läuft. Und bei G-Data war es ja auch vor einigen Jahren mal wirklich sehr schlimm. Ja, aber mittlerweile hat sich da echt einiges getan und das ist wirklich ganz angenehm, damit zu arbeiten. Muss man wirklich mal so sagen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid und ich hoffe, das war jetzt ausführlichst genug, mal über G-Data Total Security zu reden. Wenn ihr dazu irgendwelche Meinungen, Erfahrungsberichte habt zu dieser Software, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, Fragen habt, wir versuchen die bei CoursOfU Hilft unterzubringen oder eben auch so in den Kommentaren oder auch im besten Fall natürlich in unserem Forum, muss ich einfach immer wieder zeigen, weil es leider Gottes halt noch nicht so genutzt wird, wie es eigentlich sein sollte, CoursOfU.com/Community, das ist unser Forum. Und da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen zu der Software, zu G-Data und wir werden da auch versuchen, euch zu helfen. Und ansonsten natürlich gibt es den Support, aber manchmal sind es einfach so Sachen, ja, die möchte man einfach mal so klären oder vorab vielleicht klären, bevor man das Produkt kauft. Und das kann man dann vielleicht hier machen und sich ein bisschen austauschen. Und da hat der Hersteller an sich dann keine Fuchtel drin. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass G-Data da auch sehr entspannt ist, was solche Communities und solche Sachen angeht. Und wir waren ja auch auf der ITSA bei G-Data und da war der Eindruck auch recht gut, was die Kommunikation mit den Mitarbeitern dort angeht. Und ja, wir haben auch einen Beitrag online. Das interessiert wahrscheinlich eher die Sys-Admins unter euch. Was kann man so im Firmennetzwerk machen, um das Netzwerk allgemein betrachtet mal ein bisschen sicherer zu machen, ohne viel Geld auszugeben und vielleicht ein bisschen mit Bordmitteln. Und dazu hat G-Data einen netten Vortrag gemacht oder gehalten dort auf der ITSA. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von CoursOfU Tech.